nacheinander bieten, um ein kurzes Statement, wie nimmt man das los auf? Gibt es dann schon eine gewisse Zielsetzung? Vielleicht als Erster auch aus wirtschaftlicher Sicht, wie darf man dieses Los bewerten gegen diese drei Gegner? Ja, wir freuen uns jedenfalls sehr auf die internationale Gruppenphase. Wir werden auch wieder ein Dreier-Abo für die Heimspiele anbieten und ich gehe davon aus, dass wir eine tolle Kulisse haben werden, weil sich der ganze Verein riesig auf diese Gruppenphase freut und gemeinsam mit den Fans wir ganz, ganz tolle Spiele erleben werden. Super. Zocke, bitte. Gegner aus Spanien, Tschechien und Weißrussland, eine tolle Aufgabe für die Mannschaft, oder? Super tolle Aufgabe für uns. Mit Villarreal, europäischer Spitzenclub, der letztes Jahr sehr, sehr weit gekommen ist, der auch einiges vorzuweisen hat. Viktoria Pilsen in den letzten Jahren unglaublich stark gewesen, auch vor 2 Jahren in der Champions League, glaube ich, Dritter geworden in einer irrsinnig starken Gruppe. Und mit Dynamo Minsk ein Gegner, der gestern Red Bull Salzburg ausgeschaltet hat, also sehr starke und auch attraktive Gegner. Und wir freuen uns auf diese reizvolle Aufgabe. Super, danke. Sonne, darf auch dich bitten. Du hast bereits, wenn ich es recht im Kopf habe, 54 Europacup-Spiele am Buckel sozusagen oder an den Beinen. 6 folgen jetzt nicht, hoffentlich schon, aber 5 können auf alle Fälle folgen. Aufgrund der Gelb-Roten bist du in der ersten Runde leider gesperrt. Wie schaut dein Resümee aus der Gruppe aus? Was nimmt man sich da vor? Ja, gegen keinen noch gespielt eigentlich, obwohl ich jetzt ein paar Europacup-Partien schon gehabt habe. Ja, ich glaube, dass die Gruppe sicher attraktiv ist und sehr starke Gegner dabei sind, aber das war im Vorhinein klar, egal in welche Gruppe man gelost wird. Trotzdem sehe ich da Villarreal natürlich auch vielleicht auf einem eigenen Niveau, unter Anführungszeichen, aber da ist immer was möglich in 2 Spielen. Und die anderen 3 Clubs mit uns eingeschlossen, ähnliches Niveau und ich glaube, dass da sicher was drin sein kann. Aber wir müssen halt 100% konzentriert sein und dann wird man sehen. Vielen Dank. Dann darf ich nur den Sportdirektor bitten, der die meiste Europacup-Erfahrung wahrscheinlich hat als Spieler. Und ist das so? Ich denke, ja, du warst zumindest einmal. Du hast zumindest das einzige am Podium gewonnen, sagen wir es einmal so. Von dir ein kleiner Ausblick, bitte. Ja, also ich, wie meine Vorredner auch, ich finde es sehr, sehr attraktiv, sehr reizvoll. Hat bis zuletzt so ein bisschen gehofft. Schalke war noch in der Verlosung drin. Ja, natürlich aus persönlichen Gründen hätte ich mich da sehr gefreut, aber die Gruppe ist sehr attraktiv. Ich denke, Villarreal ist von meiner Sicht aus so, was ich in den letzten 1-2 Jahren auch von der Mannschaft gesehen habe, glaube ich, dass sie der Favorit in der Gruppe sind. Wie Sonny richtig sagte, können wir uns messen mit den anderen vielleicht auf Augenhöhe. Das werden dann die Spiele zeigen, inwiefern wir ähnliche Leistungen abrufen können wie jetzt in den Quali-Spielen. Ich denke, unsere Mannschaft wird sich weiterentwickeln und wir freuen uns riesig, dass wir in der Gruppenphase sind, dass wir diese Herausforderungen haben und auch unser Motto gilt nach wie vor, wir haben alles zu gewinnen. Vielen Dank, schöne Worte. Ich darf, wenn es Fragen gibt, gleich darum bitten und gleich auch um Verständnis, dass die Herren nachher aufgrund diverser Termine abzischen müssen. Bitte, und dann bitte gleich den Martin Lang weitergeben. Es ist ein Reiz, doppelte Salzburg-Reicher sein zu können, in Sachen Villarreal und in Sachen Minsk. Also wir wollen niemanden rächen. Rächen ist ja eben, also wir spielen Fußball, wir sind keine Rächer, ja, die irgendjemanden erschießen oder irgendjemanden etwas Schlechtes tun wollen. Nein, und das denkt man gar nicht. Wir denken nur an uns und so wie es der Andi gesagt hat, wir werden alles geben, wir haben wieder alles zu gewinnen. Wir freuen uns auf diese Auseinandersetzungen, weil wir glauben, dass das sehr wichtig ist auch für unsere Entwicklung, für die Entwicklung unseres Teams, ganz wichtige Spiele sein werden. Und was dann am Endeffekt rauskommt, wird man sehen. Hoffen tue ich natürlich auf die Unterstützung von unserer Fans. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn möglich, dass alle 3 Heimspiele ausverkauft werden. Das wäre mir ein Anliegen, das hat sich die Mannschaft auch verdient, hat sich der komplette Verein verdient. Und dann, wenn wir eine gute Heimatmosphäre schaffen können, ist natürlich zu Hause immer alles möglich. Ab wann dürfte man auch einmal selbstbewusst genug sein oder auch den Anspruch stellen, zu sagen, wir kommen, also Rapid kommt einmal in die K.O.-Phase der Europa League?
Das eine ist, wie man sie nach außen präsentiert, und das andere ist, was wir uns intern als Ziel setzen und wie wir das alles formulieren. Primär ist es einmal so, dass wir alles geben werden und alles unternehmen werden, und geht davon aus, dass das jeder auch will, um dabei zu bleiben. Aber es wird uns nichts geschenkt von niemandem, es wird sehr schwer, aber unser Anspruch ist es natürlich, mit der Mentalität in jedes Spiel reinzugehen, es unbedingt gewinnen zu wollen. Das ist unsere Zielsetzung vor der Saison gewesen, und an der hat sich bis jetzt nichts geändert. An beide, an den Zocke und an den Mario, erhöht das den Druck auf euch, der einzige österreichische Vertreter jetzt noch im Europacup zu sein, auch wegen der UEFA 5-Jahres-Wertung? Und würdest du mir sehr widersprechen, wenn es der Aufstieg sozusagen ein Dreikampf oder ein Zweieinhalbkampf wird zwischen Pilsen, Rapid und Minsk? Ja, möglich. Aber wegen Druck, Entschuldigung, wir sind bei Rapid, wir sind Druck gewohnt. Ja, wir sind ständig unter Druck. Wir sind morgen gegen Mattersburg unter Druck. Wir müssen gewinnen, ja, weil es für euch ein Muss-Sieg ist. Aber im Fußball ist immer alles möglich. Und Schritt für Schritt lernen wir auch mit dem Druck, der vielleicht jetzt da noch mal größer wird, weil die Erwartungshaltung auch dementsprechend groß ist, umzugehen. Ja, es gehört auch zu unserem Entwicklungsprozess dazu. Aber darüber, glaube ich, wird kein Spieler irgendeinen Gedanken verschwenden, auch wenn er dann spielt, innerhalb dieser 90 Minuten an die österreichische 5-Jahres-Wertung zu denken. Glaube ich nicht. Also, wie der Zocke sagt, denke nie an die 5-Jahres-Wertung, wenn mir das ja egal ist, was wir an die 5-Jahres-Wertung denken. Erstens sind das 5 Jahre und zweitens ist jetzt ist jetzt wichtig und nicht, was ist irgendwann. Ne? Das ist komplett egal. Und ja, wir werden die Spiele natürlich selbstbewusst angehen und versuchen, da überall was mitzunehmen. Und egal, ob wir Druck haben oder nicht, wir wollen ja trotzdem jedes Spiel gewinnen. Und deswegen freue ich mich auf diese Gruppe und werden wir sehen, was da rausschaut. Vielleicht ganz kurz an den Trainer. Ich weiß schon, man kann jedes Spiel gewinnen, man kann jedes Spiel verlieren, aber wie würden Sie analysieren? Würden Sie sagen, wie sind die Aufstiegschancen von Rapid in dieser Gruppe? Vor allem, wenn man jetzt gesehen hat, was Rapid heuer schon alles geleistet hat. Weiß ich nicht. Vorher kann ich die Antwort nicht geben, weil wichtig ist es, dass wenn der Gegner gegen Rapid spielt, dass er weiß, er hat es irrsinnig schwer. Ja, und wir werden es jedem Gegner so schwer wie möglich machen. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass wenn bei uns alles funktioniert, wenn bei uns alles passt, dass wir auf einem gewissen Niveau mithalten können. Das haben wir schon bewiesen, haben wir schon gezeigt, aber wir werden und wollen uns noch mehr beweisen. Ja. Aber vorher irgendwelche Aufstiegsprognosen abzugeben, ja, ist nicht mein Fall. Ganz kurz, und wenn es jetzt heißt, Villarreal ist der Gruppenfavorit, welche Position hat dann Rapid? Nochmal, ich werde das nicht beziffern. Ja. Ich kann es nicht beziffern, weil ich kann es nicht, weil es unrealistisch ist. Villarreal ist über uns zu stellen, ja. Pilsen hat etwas mehr Erfahrung vielleicht in den letzten Jahren in Europa. Dynamo Minsk hat man gesehen, dass sie schon Red Bull Salzburg ausgeschieden haben. Jetzt kann sich jeder selber ausrechnen, wo wir landen könnten, wenn alles passt. Sowohl als auch. Wir haben ja jetzt schon. Bitte schön. Eine Frage an Zocki und Mario. Habt ihr das Spiel gestern gesehen von Salzburg? Doppelt. Gegen Minsk? Und wenn ja, welche Schwächen hat man da ausmachen können bei der Minsker Mannschaft? Also ich habe es nicht gesehen. Muss ich gestehen, ich habe mir was anderes angeschaut. Und war nicht, ob es der Mario gesehen hat. Na, du in der Half, wenn was nicht. Nein, also ich hab's Spiel gesehen und natürlich sehr, sehr schade, dass Salzburg nicht weitergekommen ist, weil sie klar besser waren auch in dem Spiel und sie haben sicher auswärts vergeigt, aber Minsk ist eine sehr disziplinierte Mannschaft und man weiß ganz genau, dass das sehr, sehr schwierig ist, gegen solche Mannschaften zu gewinnen, die defensiv gut organisiert sind und trotzdem schnelle Spiele im Konter haben, und deswegen glaube ich, dass man da natürlich sehr geduldig sein muss in den zwei Spielen. Na,
Frage an den Sportdirektor, ganz unabhängig vom Thema Beric. Wäre es jetzt eigentlich, so wie man diese Gegner gesehen hat, auch noch möglich, bis Montag den Kader an anderen Stellen zu verbreitern, zu verstärken? Oder ist das Thema durch? Na, das Thema ist durch. Wir haben das alles besprochen. Die Thematik müssen wir besprechen, was im Falle des Robert Beric betrifft dann. Alles andere bleibt wie gehabt. Okay, Dankeschön. Kollege Lautischer, einen Augenblick. Jetzt kommen gerade Gerüchte heraus, dass Johnny Soriano eventuell zu Bayer Leverkusen wechseln sollte. Was sagt man da dazu? Das wäre ein Problem. An wem? Okay. Danke, Zoki. Der Mario ist erleichtert. Sorry, ja. Das ist ein Wahnsinn. Ich kann dazu eigentlich groß gar nichts sagen. Ich denke, er ist ein Top-Spieler. Ich weiß nicht, ob die Herausforderung für ihn jetzt dahingehend ist, dass auch sein alter Trainer dann dort ist. Aus Deutschland habe ich vernommen, dass Leverkusen nochmal investieren will, weil sie, glaube ich, auch den Sohn nach Tottenham verlieren. Die Entscheidung muss er treffen, muss der Verein treffen. Ich kann da wenig zu sagen, aber ich weiß nur, was er hier geleistet hat bei Salzburg in der österreichischen Liga. Das ist schon phänomenal, also ist ein toller Spieler. Mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen von unserer Seite. Ich weiß, ihr gebt jetzt keine Prognose von der Platzierung in der Gruppe ab, aber würdet ihr als Prognose ausgehen, dass Rapid es schafft, dreimal das Happel auszuverkaufen und kann speziell bei Pilsen, was eine angenehme Autofahrt ist, kann der Vorteil von der großen Unterstützung der Fans, kann das die zusätzliche Luft unter den Flügeln geben? Das haben mir die Fans eindrucksvoll gezeigt, dass sie riesig wichtig sind für unsere Mannschaft. Sie haben uns bis jetzt wirklich toll unterstützt und es wäre schön, wenn das so weitergeht. Vor allem, wie gesagt, wenn unsere Heimspiele ausverkauft wären. Das wäre mein persönlicher Wunsch oder ich glaube der Wunsch von uns allen, damit wir da eine fantastische Atmosphäre wieder haben, um das Maximum aus uns herauszuholen. Vielleicht nur ergänzend dazu, in den letzten Malen der Euroleague-Gruppenphase hatten wir immer einen sehr, sehr hohen Zuschauerschnitt. Ich glaube, da waren wir im europäischen Ranking jedenfalls in den Top 10 bis sogar Top 5. So gesehen mit den Fans gemeinsam ist eine tolle Atmosphäre, ein tolles Fußballfest und ich glaube schon, dass es uns gelingen wird, das Happel sehr, sehr gut zu füllen, weil wir alle wissen, wenn wir zusammenhalten, können wir auch sehr, sehr viel erreichen und daher auch der Aufruf, den ich nur von unserem Cheftrainer unterstützen kann an die Fans, machen wir gemeinsam das Happel voll, möglichst international, aber ich würde mir auch wünschen, möglichst oft national. Alles klar, bitteschön, gibt's noch eine abschließende Frage von euch, Ihnen? Wenn nicht, dann einmal allen vier Herren vielen Dank für die heute lange Zeit, die Sie zur Verfügung gestanden sind. Vielen Dank fürs Interesse. Morgen wie üblich Stadionöffnung 90 Minuten vor Ankick. Dankeschön.